Leute, ich will den Hype. Ich will den Hype spüren jetzt. Weißt du, hier so ein Loch, wenn da einer rausfällt, ne? Stellt euch das mal vor. Dann bist du halt sofort tot, wenn du da rausfällst, ne? Jetzt. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Scheiße. Nintendo will Online-Modus aufpeppen. Der war gut. Sora, der war gut, ey. Mann, ey. Jetzt kommt schon wieder einer von der Seite an. Aber die sind halt zum Glück One-Hit. Das Spiel ist so broken, einfach nur abcashen. Furchtbar. Das ist halt was Falsches mit der heutigen... Ich weiß nicht, also From Software, ist From Software dafür bekannt? Ist From Software dafür bekannt, dass die unfertige Spiele rausbringen und da einfach nur schnell Cash-Grabs und dass die Spiele nicht wirklich gut designt sind? Mal gucken, ob der jetzt so richtig schwer wird. Hält ja auch nichts aus. Was haben wir immer alle mit diesem Spiel? Drei Hits? Wann kommen denn hier das erste Mal richtig schwere Bosse in diesem Spiel? Ich muss mich erstmal auf den Bosskampf vorbereiten. Das konnte ich jetzt ja nicht ahnen. Ich hoffe, der ist nicht so... Oh Gott, er ist da, Leute. Er ist da. Ach, wisst ihr was? Ich bin jetzt, komm. Was soll das? Rauf da, was soll der Quatsch? Ich kämpfe jetzt. Okay, der war aber auch nicht so schwer jetzt. Der war jetzt ja easy. Also wirklich, Boss kann man das jetzt aber auch nicht nennen. Okay, das ist der Endboss. Das ist der Endboss des Spiels. Okay. Aber glaubt ihr, ich schaffe den? Bisher waren ja alle Bosse Billo. Vielleicht ist der ja auch Billo. Jetzt dürfen wir nur das Bowser-Level nicht verkacken. Dass ich immer noch nicht so... Okay, so. Rein da bitte jetzt auch, danke. Ich finde Bowser 3 auch immer noch nicht so schwer wie Bowser 1. Ja. Das war mit Ansage. Den haben wir verdient. Oh, bin an einem vorbeigelaufen. Oh. Okay. Okay, haben wir. Und jetzt kommt der schwierige Part. Machst du deine Grabs, also dein Board wird gegriffen und der hält es irgendwo hin, ne? Siehst du was hier? Ich bin schon. Ich brauch gar keinen. Guck mal hier, wie ich abgehe. Wie geht der jetzt? Fahrerflucht oder was? Kennt ihr das? Wenn ihr etwas hört. Also was jemand sagt, was ihr nicht wusstet und ihr euch fragt, wie zum Teufel euch das nie auffallen konnte. Ich überlege gerade, ob es mir zu peinlich ist, etwas zuzugeben. Was ich jetzt gerade erst durch euch erfahren habe, was mir nie aufgefallen ist. Mir ist nie aufgefallen, dass die Professoren nach Bäumen benannt wurden. Ha ha ha!
gefallen. Weißbrot. Es geht los. 17 Minuten noch, Leute. Eine kleine Sache noch. Wir gucken jetzt gleich eine Nintendo Direct. Es ist die erste Nintendo Direct seit 1,5 Jahren. Wir sind übelst hyped. Und das ist okay so. Es ist okay so. Wir sind gehyped, wir haben Bock. Wir sind einfach deshalb gehyped, weil wir seit über 1,5 Jahren keine Nintendo Direct mehr hatten. Wir sind einfach so froh, dass wir wieder beieinander sind, dass wir uns zusammen hypen, zusammen spekulieren können, dass wir zusammen einfach von Nintendo wieder mit dabei sind, dass wir wieder Infos bekommen, dass wir Futter bekommen. Und dafür können wir sehr, sehr dankbar sein. Und da freue ich mich extrem drüber. Ausrasten, Leute! Wo ist der Hype? Wo ist der Hype? Hype, Leute! Abgehen! Warum ist deine Freundin so heiß? Ja, die ist schon hot, ne? Japan! Und jetzt bitte in den Chat. Was wird heute alles angekündigt? Lass uns ausrasten. Aber ruhig bleiben. Wir werden nicht enttäuscht sein. Aber was kommt heute alles raus? Was kommt alles raus, Leute? Komm. Was wird heute angekündigt? Wir wollen es wissen. Kingdom Hearts wird angekündigt. Phineas und Ferb wird angekündigt. F-Zero wird angekündigt. Zelda wird angekündigt. Battle Brothers wird angekündigt. Odyssey 2. Neues Donkey Kong. Ice Climbers. Eine Monolith-IP. Die Prime Trilogy wird angekündigt. Waluigi für Smash. Der Gamecube wird angekündigt. Die 3D Zelda Collection wird angekündigt. Persona wird angekündigt. Oha, Xenoblade Chronicles 2. Oha, was kommt jetzt? Smash oder neuer Teil? I couldn't find it anywhere. Smash oder neuer Teil? Also Add-on. Smash oder Add-on? Es ist Smash. Es ist sowas von Smash. Oh mein Gott, wie geil, Alter. Pyra! Sorry, Rex. I couldn't tell you. Ja, es ist Smash, Leute. Oh mein Gott! Oh, wie geil, Alter! Ab geht's! Alter, die hauen aber auch raus! Oh. Juhu! The fairway is open once again. Ja, da haben wir vorhin gerade drüber gesprochen. Mario Golf, oh mein Gott, ich liebe Mario Golf. Study the wind and terrain. Wie take geil your time ist das? To think. Oh, did we mention story mode as a Meagle? Oh mein Gott, give it another whack to get it closer to the hole. Die Direct hat jetzt schon gewonnen. Es ist jetzt schon eine super Direct. Ich bin jetzt schon zufrieden. Zelda! Das sieht aus wie... Das ist Bravely Default 2, ne? He leaves us no recourse! Swords! Never. Esfrost will answer for its crimes today. Are these the wages of loyalty? Raised Earth and a brand new tactical RPG. Das ist halt bestimmt safe, das Team hinter Octopath Traveler. Habe ich richtig Bock drauf. Please be on the lookout for more information in the future. After this presentation, a demo version of this game will be available to download on Nintendo eShop. And in the future, we'll conduct a survey to gather. Konnichiwa. Zelda の伝説シリーズプロデューサーの青沼です。Zelda! 私の顔を見て、お、やっとゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの続編の新情報があるのか、okay. と思われた皆さんも多いと思われますが、申し訳ありません。Okay. 開発は順調に進んでいますので、今年中には新たな情報をお届けできると思いますが、okay. もうしばらくお待ちいただけたらと思います。Alles cool.
Mach das Spiel, solange bis es perfekt ist. こんなゼルダが Nintendo Switch に登場します。Skyward Sword. こちらをご覧ください。Skyward Sword. Skyward Sword. Skyward Sword. Skyward Sword! Wer ist es doch? Skyward Sword für die Switch. Oh, mit der geilen Trailer-Musik. Mit der geilen Trailer-Musik. Hi, Zelda! ご用意しています。特別なデザインのジョイコンです。ディープラウヒ。右ジョイコンはマスターソード。ディープラウヒ。左ジョイコンはハイデアの盾をモチーフにしています。ギペア。ゼルダの伝説スカイウォードソード HD は4月16日発売です。Da ist es. Wir haben schon lange darüber gesprochen. Nintendo eShop で予約受付も Skyward Sword HD und zwar klar, dass es kommt. また特別デザインのジョイコンもソフトと同時。次が最後の映像になります。Oha, okay. ご覧ください。Es kommt noch was. Splatoon 3! Es ist Splatoon 3! Oder 2 DLC? Splatoon 3! Damit haben wir Splatoon 3. Freut mich für die Fans der Reihe. Mich persönlich tangiert Splatoon nicht so, aber freue mich für alle Splatoon-Fans. Ich denke auch, da kommt noch was zum Zelda-Geburtstag. Das glaube ich auch. Hallo Mathis. Es wird ja auch nicht die letzte Direct sein wahrscheinlich, ne?